Ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt fleißig geübt und könnt jetzt Bauer Max schon ziemlich flüssig spielen. In der heutigen Lektion möchte ich euch zeigen, wie der Anstoß funktioniert. Ein Anstoß ist der Anfang des Tones. Dabei geht die Zunge und spricht ein Tü, 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 Tü. Dabei geht die Zungenspitze an den Übergang der Schneidezähne zum Gaumen. Fühlt mal mit eurer Lippe und sagt vielleicht mal L, L, wo das L gebildet wird oder auch das T. Da geht die Zunge hin. Und wenn wir heute unsere Atemübung machen zu Beginn, dann machen wir die Atemübung genau mit diesem. Und zwar möchte ich heute mit euch Echos machen. Ich werde euch gleich Rhythmen vormachen, die ihr dann einfach nachmacht mit eurer Atmung. Ich werde das jetzt einfach mal versuchen. Denkt dran, ins Zwerchfell atmen. Ich spiele euch vor, ihr spielt nach. Ich zähle, damit ihr wisst, wie schnell es geht, wieder das Metrum vor. Eins, zwei, drei und. Ja, dieses Spiel kann man mit allen möglichen rhythmischen Variationen machen. Ihr könnt diese Übung mit eurem Lehrer zusammen machen, dass der euch vorspielt, oder ihr spielt eurem Lehrer vor, dass der nachspielt. In diesem Muster kann man schön jetzt die nächste Zeit die Atemübung am Anfang machen. Dann ist es auch nochmal was Neues und wird nicht immer nur zu einem Abarbeiten von irgendeinem stupiden Übung. Gut, was bringt uns jetzt dieser Anstoß auf der Clarineo? Ich nehme dafür mal mein Instrument und wir gehen mal zurück zum Ton G. Das ist der Ton G. Und ihr hört vielleicht tü, tü, tü. Das ist ganz anders als, sondern der Ton startet mit einem. Versucht auch mal mit. Und wenn ihr so startet, ist der Ton viel kräftiger und er beginnt zu einem ganz präzisen Zeitpunkt. Wir versuchen jetzt mal einfach tü, tü, tü. Versucht ihr? Eins, zwei, drei. Und wenn wir das machen, hört ihr schon, das ist wie unsere Einblasübung. Und wir versuchen heute und machen zwischendrin eine kleine Pause, alle Töne, die wir schon kennen, in dieser Form einmal zu spielen. Das heißt, wir starten jetzt mit dem Ton G, der war F für frei. Ich zähle vier Schläge vorweg und wir machen nun mal das mit Wiederholung. Eins, zwei, drei. Das gleiche machen wir jetzt mit dem Ton F. Daumen aufs Daumenloch. Denkt dran, die linke Hand ist oben. Und wir nehmen das F. Eins, zwei, drei. Nach dem F kommt das E, der erste Finger kommt hinzu. Daumen und 1. 1, 2, 3.
kommt der zweite Finger hinzu. Der Ton heißt D. 1, 2, 3. C. Drei Finger. 1, 2, 3. Bah, das ist gut. Und das muss geübt werden. Das ist Auftrag für die nächste Zeit, den Anstoß zu üben. Zum Schluss heute möchte ich noch Bauer Max mit euch versuchen. Auch das bitte schon mit Dü, 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 Dü. Wir legen los, ich zähle vorweg. 1, 2, 3 und... Soweit für heute. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet und ich hoffe, dass ihr richtig was gelernt habt. Wir sehen uns zur nächsten Lektion. Jetzt heißt es aber erstmal Anstoß üben und Bauer Max. Tschüss!